Seit dem Jahr 1350 besteht in Molln die Schmieden bei der Lacken. Seit über 200 Jahren ist sie im Familienbesitz und seit 10 Jahren führen die Brüder Hans und Georg Schmiedberger den Betrieb ihres Vaters Johann weiter. Dieses Jubiläum wurde mit einem gemütlichen Fest gebührend gefeiert. An diesem Tag konnten die Gäste auch in der historischen Schmiede auf eine historische Zeitreise gehen. Der mächtige Amboss, die von Hand zu bedienenden Blasbälge für die Esse, altes Werkzeug und eine interessante Ausstellung eröffneten einen interessanten Einblick über die seinerzeitigen Tätigkeiten eines Dorfschmiedes. Auch die kleinen Besucher durften sich als Nagelschmiede versuchen. Mit viel Ehrgeiz und etwas Kraftanstrengung schufen sie sich ein kleines Erinnerungsstück. Als Besonderheit gab es auch gestacheltes Bier. Dabei wird ins Bier ein glühender Eisenstab getaucht, was diesem einen besonders milden Geschmack verleiht. Die zahlreichen Gäste erhielten bei der Schmiedevorführung Einblick, wie viel Geschick und Arbeitsschritte nötig sind, um beispielsweise aus einem Stück unscheinbaren Flachstahls ein Schwert zu schmieden. Mittlerweile haben die kunstvollen Schmiedearbeiten aus Molln Weltruhm erlangt. Für die Schweizer Garde des Vatikans werden Harnische und Helme gefertigt. Auch Film- und Theaterproduktionen schätzen die historisch korrekten Schmiedearbeiten, seien es Harnische, Rüstungen oder Schwerter. Für den Hollywood-Film Braveheart wurde das Schwert von Mel Gibson in Molln geschmiedet. Auch Schauspieler wie Bruno Ganz, Placido Domingo und Klaus-Maria Brandauer gehören, neben Filmausstattern und Liebhabern aus aller Welt, zu ihren Kunden. Ein Besuch dieser sehenswerten Sammlung ist für Gruppen ab 10 Personen nach vorheriger Anmeldung möglich.